Hallo meine lieben GeoLebenTV Zuseher, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem neuen Video. Natürlich auch alle Zuseher hier auf Telegram. Ja, die meisten werden wissen, dass sich die Zellen unserer Haut einmal im Monat komplett erneuern, die Darmschleimhaut einmal pro Woche dasselbe macht, das Knochenmark am Tag 300 Milliarden neue Blutzellen bildet und die Leber bis zur Hälfte zusammenschrumpfen kann und wieder ihre normale Größe erreichen kann. Auch die Skelettmuskeln zum Beispiel bauen sich je nach Trainingsreiz Woche für Woche eben auf oder ab. Ja, das ist der Punkt, um den es in dem Video geht. Warum sind wir dann nicht dauergesund, wenn sich die Zellen sowieso immer wieder erneuern? Ja, das ist eben die Frage dieses Videos. Was kann ich jedoch dafür tun, dass das mit den Zellen einfach besser funktioniert, als wie es eben oft schon der Fall ist? Das erfährst du wie immer in diesem Video. Ja, meine lieben selbstverantwortlichen, gesundheitsbewussten Zuseher und Abonnenten, hier bin ich wieder. Ich bin ja ein großer Verfechter vom sehr großen Einfluss unserer Ernährung, auf die Gesundheit. Ja, und ob wir uns schlussendlich gesund und fit fühlen, hängt natürlich auch vom Zustand unserer Zellen ab. Ja, vom Zustand unserer Zellen. Wenn die gut funktionieren, gut fühlen, wenn die schlecht funktionieren, schlecht fühlen. Ja? Was beeinflusst also den Zustand unserer Zellen und warum genügt es eben nicht einfach zu wissen, dass sich, wie ganz am Anfang schon gesagt, die meisten unserer Zellen ja permanent erneuern. Ja? Das müsste doch ausreichen und ich bin ewig fit. Ist aber nicht so. Fangen wir mit dem Punkt an, warum es nicht genügt, dass sich unsere Zellen eben permanent erneuern. Ich meine, von dem abgesehen, dass wir natürlich auch irgendwann einmal eine Deadline haben, die dann eben auch tot heißt. Aber diese Erneuerung basiert ja nicht darauf, also die Zellerneuerung basiert ja nicht darauf, dass sich jede Zelle quasi ständig erneuert, jede Zelle, sondern dass die meisten normalen Zellen irgendwann einfach absterben und von den Adulten, also von den erwachsenen Stammzellen durch Zellteilung ersetzt werden. Ja, dafür sind eben die Stammzellen dafür da, soweit, so gut. Das Problem bei der Sache ist ja, dass viele Zellen schon lange nicht mehr so arbeiten, wie sie grundsätzlich sollten. Also wenn wir uns nicht mehr wirklich gut fühlen, immer wieder krank, kränklich, viele Dinge sind, dann kann man davon ausgehen, dass viele Zellen hier einfach nicht mehr wirklich so arbeiten, wie sie könnten oder sollten. Sonst würden wir uns ja nicht kränklich oder nicht ganz so fit fühlen, wie wir das einfach auch gern hätten. Das Problem ist nur, dass das so ein schleichender Prozess oft ist, dass wir das gar nicht mehr so wahrnehmen, weil wir uns ständig an diesen abbauenden Prozess ja irgendwie auch gewöhnen. Irgendwann ist es ganz normal zu sagen, oh, ich bin schon wieder so müde heute und irgendwie habe ich gar keine Kraft mehr und mir geht es gar nicht gut. Also das wird so relativ normal, eher in den Jammermodus zu fallen, weil dieser Abbauprozess der Zellen meistens auch relativ unmerklich passiert. Ja, wir können uns, glaube ich, bildhaft vorstellen, dass eine denaturierte Ernährung, welche sich seit den 50er, 60er Jahren immer mehr auf unseren Tellern eben ausbreitet, einen sehr, sehr schlechten Einfluss auf unsere Zellen hat. Dass sich der Stress, dass sich Umwelteinflüsse, dass sich die Strahlung, die immer mehr und immer mehr wird, natürlich Gifte generell eben auf unsere Zellgesundheit massiv auswirkt, ja, negativ massiv auswirkt. Neben den freien Radikalen, die in den Zellen sowieso generell durch die Arbeit der Mitochondrien eben auch entstehen, das sowieso da schon eben Gefahrenpotenzial da ist, kommen natürlich eben auch freie Radikale von den vorher beschriebenen Zuständen von außen eben immer mehr und immer mehr in unseren Organismus. Ja, das größere Problem ist dann, dass diese ganzen Gifte, die natürlich in die Zelle mit hineinkommen, irgendwann einmal aus der Zelle nicht mehr rauskommen. Das ist ein großes Problem. Man sich vorstellt, dass der Dreck dann permanent in der Zelle drin bleiben muss. Ja, das ist
deshalb so, weil sich im Laufe dieses Prozesses, also des Zellprozesses, die Zellmembranen verhärten. Also die verhärten sich ziemlich, dass die Membrandurchlässigkeit circa auf ein Viertel reduziert wird. Da kann man sich vorstellen, dass natürlich auch durch diese Zellmembranverhärtung die notwendigen Vitalstoffe, wie zum Beispiel Makro- und auch Mikronährstoffe, also der Treibstoff für die Zellkraftwerke, nicht mehr in die Zellen reinkommt, um eben den Mitochondrien als Brennstoff zur Verfügung zu stehen. Das leuchtet ein. Weniger Brennstoff, weniger ATP, also Energie in den Zellen. Ja, dass die Stammzellen, die eben für die Teilung der Zellen eben vorrangig zuständig sind, dass die hier von dieser Zellmembranverhärtung nicht ausgeschlossen sind, ist auch klar. Das heißt nun, die Zellen erneuern sich zwar, geben jedoch genau denselben Müll, denselben Giftstoff eben und sowohl auch die verhärteten Zellmembrane an die geteilten Zellen weiter. Ja. Liebe Zuseher und Freunde, das mit den Zellen ist nicht zu unterschätzen. Ja. Im Gegenteil, sind unsere Zellen schwach, ist alles in unserem Organismus schwach. Warum also die reine Zellteilung und Erneuerung wenig bringt, wissen wir jetzt. Wir müssen wieder kurzfristig zur Ernährung zurück, denn mit dieser können wir, und so mache ich es auch seit 6 Wochen wieder, am meisten bewirken. Umweltgifte strahlen, auch zeitweiligen Stress können wir nicht sofort so beeinflussen. Die Strahlung ganz, ganz wenig, auch die anderen Gifte und Umweltgifte von außen. Doch mit der Ernährung kann man sehr, sehr viel sofort für sich selber tun. Beginne also mit der Ernährung und kümmere dich dann um die anderen Faktoren, so meine Devise. Warum eben auch die Zellmembranen nicht geschmeidig und in einem Verhältnis von 1:4 eigentlich sind, ist auch dem Fakt geschuldet, dass unsere Nahrung einen massiven Überschuss an Omega-6-Fetten hat. Ja? Hier sollte also das Verhältnis 3 Teile Omega-6 und 1 Teil Omega-3. Vorherrschen. Ja. In vielen Fällen sind es Verhältnisse wie 20:1 oder noch wesentlich mehr. Warum ist es so wichtig? Weil Omega-6 für Entzündungen im Körper sorgt. Ja. Wenn irgendwo was ist, wenn was krank ist, wenn Bakterien oder Viren oder was auch immer ist, dann macht oder unterstützt Omega-6 eben dort Entzündungen entstehen zu lassen, um eben hier die Bakterien abzutöten. Ja. Aber wenn ich ständig irgendwelche Entzündungsherde habe, weil ich viel zu viel Omega-6 habe, dann ist es natürlich unglaublich schlecht im Körper für unseren Organismus, weil überall im Organismus eben Entzündungsherde stehen. Omega-3 sollte hier an und für sich Ausgleich bewirken. Omega-3 wäre hier normalerweise eben sozusagen die Feuerwehr, die dafür sorgt, dass hier diese Brände wieder gelöscht werden. Aber wenn eben so viel Omega-6 im Körper ist, dann tut sich Omega-3 hier wirklich alle Brände zu löschen. Im Gegenteil, Omega-3 ist dann einfach komplett überfordert und schwuppt quasi ins Burnout. Ja, das ist eine gute Analogie, wenn unsere Zellen, ja, oder wenn hier Omega-3, die Feuerwehr, Burnout gefährdet ist, dann heißt das im Endeffekt auch für uns Burnout. Genau, das ist eine gute Analogie an und für sich. Ja. Also ein Überschuss an Omega-6 sorgt also zusätzlich für chronische Entzündungsherde und entzündet eben undurchlässige Zellen. Ja. Das ist blöd. Geht nichts mehr rein, geht nichts mehr raus. Kranke Zelle irgendwann, ja. Und wie gesagt, Stammzellen, die auch nicht mehr gut beisammen sind, die geben genau diese Werte weiter. Ja, die Frage, die wir nun stellen sollten und die Antwort jetzt eigentlich schon klar sein sollte: Was nehmen wir also, damit die Zellen wieder durchlässiger werden, um einfach den Müll von einem Mal zum nächsten Mal aus den Zellen zu bringen und den notwendigen Mikro- und Makronährstoffen eben für das benötigte ATP in den Zellen wieder zu bekommen? Die Antwort ist an und für sich einfach: Omega-3. Genau, wir müssen Omega-3 zu uns führen. Neben normalen Antioxidantien für die freien Radikale Omega-3.
um hier einfach einen Ausgleich zu bringen, damit hier einfach diese Entzündungen nicht zu überhand nehmen und sich der ganze Organismus einfach wieder zurücklehnen kann und nicht permanent in Aufruhr und in Arbeit ist. Also Omega-3. Da habe ich jetzt einfach nur mal Leinöl, das ist eben eine natürliche Quelle für Veganer, für Menschen, die eben nicht kein Fleisch und keinen Fisch essen, so wie ich das ja seit 6 Wochen auch wieder mache. Auch Avocado ist hier eine gute Quelle, wobei man hier sagen muss, das muss dann quasi der Organismus, unser Körper erst in Omega-3 umwandeln. Ja? Auch MCT-Öl ist hier eine wunderbare Quelle. Und für alle, die Fisch essen, die dürfen, sollten eben Omega-3 aus Fischen eben zu sich nehmen, weil das ist grundsätzlich am besten einfach verfügbar für den Körper. Es ist wichtig, dass dieses Omega-3 sehr, sehr lange im Körper drinnen ist. Ja, viele Omega-3 sind wieder zu schnell aus dem Körper draußen, bevor es überhaupt wirken kann. Und da gibt es ganz was Spezielles, auf das komme ich aber in einem anderen Video, beziehungsweise ich verweise hier auf meine Homepage. Gut. Jo, jetzt kannst du schauen, dass du einfach Omega-3 über die Ernährung aufnimmst. Wie gesagt, wenn du jedoch sofort Unterstützung willst und mit der Ernährung einfach noch nicht so viel erreichen kannst, weil sich die Zellen mindestens 4 Monate mal teilen sollten, bis ein Normalzustand wiederhergestellt ist, dann ist natürlich eine sehr gute Nahrungsergänzung sehr von Vorteil. Wie gesagt, diesbezüglich kannst du, wenn du möchtest, auf meine Homepage einfach schauen, bewusst gesund, giftigst, Lebensmutter-Tee, welche ich hier natürlich noch eingeblendet habe. Ja, meine Lieben, das sollte jetzt einfach auch klar sein, das mit den Zellen ist nicht zu unterschätzen. Es ist überhaupt nicht zum Unterschätzen. Das ist das Um und Auf. Wenn die Zellen nicht gescheit funktionieren, dann funktioniert ganz, ganz vieles nicht. Und da habe ich immer wieder mal so das Gefühl, das mit den Zellen, das wird so ein bisschen nicht so wirklich ernst genommen. Ja, da nimmt man lieber für das und für das was. Wir müssen schauen, dass die Zellen gut funktionieren, dass die guten Brennstoff für unsere Kraftwerke bekommen, dass der ganze Giftstoff raus kann, dass die guten Nährstoffe rein können. Das ist es Um und Auf. In dem Sinne, hey, meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute zu Weihnachten. Im neuen Jahr sollte kein Video mehr hochkommen, egal. Frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Daumen hoch und Kommentare, ihr wisst ihr. Schaut auf meine Homepage. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Gio.